Der Film beginnt damit, dass ein Mann mittleren Alters namens Mark früher morgen aufwacht und sich frisch macht. Seltsamerweise stellt er fest, dass die Wasserversorgung und der Strom in seiner Wohnung aus sind. Trotzdem macht sich Mark irgendwie fertig für die Arbeit, aber als er gerade gehen will, findet er die Eingangstür fest verschlossen. Gleichzeitig verliert er auch sein Telefonnetz. Als er versucht, die Tür zu öffnen, stellt er fest, dass sie von außen mit einem Dichtungsmittel verschlossen wurde. In seiner Verzweiflung geht Mark zum Fenster, um frische Luft zu schnappen. Aber auch dieses ist zu seiner Überraschung verschlossen. In diesem Moment sieht er, wie andere Menschen im gegenüberliegenden Gebäude an ihre Fenster klopfen und um Hilfe bitten. Außerdem bemerkt er eine Gruppe von Menschen, die Schutzanzüge tragen und in der Nachbarschaft umherstreifen. Das alles ignorierend, greift Mark zu seinem Hammer und versucht, die Tür aufzubrechen, verletzt sich dabei aber schwer. In diesem Moment durchbricht jemand von der anderen Seite von Marks Zimmer die Wand und betritt seine Wohnung. Ein jähzorniger Junge, Sergei, und sein kleiner Bruder Nico stürmen herein. Sergei geht sofort los, um nach den Fenstern zu sehen, muss aber feststellen, dass Mark ebenfalls in der gleichen Situation steckt wie er. Bald kommt auch das Paar von nebenan, Sally und Aiden, durch das Loch in der Wand. Es sieht so aus, als hätte jemand die gesamte Etage von außen verriegelt. Aiden, der ein Regierungsbeamter ist, hat Angst vor der Situation und prophezeit, dass etwas Schlimmes passieren wird. Er versucht verzweifelt, um Hilfe zu rufen, aber ohne Erfolg. In der Zwischenzeit klingelt die Gegensprechanlage der Wohnung und eine Stimme teilt ihnen mit, dass sie ruhig bleiben sollen, während das medizinische Personal versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Das beunruhigt die ohnehin schon verängstigte Gruppe noch mehr. Später behandelt Sally, die Krankenschwester ist, Marks verwundene Hand und legt ihm etwas Nähte auf. Während die beiden sich unterhalten, erinnert sich Mark plötzlich an seine ältere Nachbarin Enid. Ohne Zeit zu verlieren, befiehlt er Sergei, die Wand zu ihrer Wohnung einzureißen und wagt sich hinein. Er findet sie auf dem Boden liegend, aber zum Glück schläft Enid nur. In der nächsten Szene steht die ganze Gruppe am Fenster, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Sie bemerken die Arbeiter in Schutzanzügen, die in der Nachbarschaft provisorische medizinische Zelte aufbauen. In der Zwischenzeit klingelt die Gegensprechanlage erneut und dieses Mal schlägt die Stimme vor, alle sollen in den Häusern bleiben, da es ein giftiges Gasleck gibt. Allerdings hat Aiden das nicht ab. Er glaubt, dass die Behörden versuchen, etwas Ernstes vor ihnen zu verbergen. Mark sieht auch, wie einige Sanitäter Desinfektionsmittel im Gebäude versprühen und einige Infizierte in ihr Lager begleiten. Plötzlich versucht ein Mann, sich zu befreien und wegzulaufen, wird aber von einem Scharfschützen erschossen. Das schockiert alle, die aus ihren Fenstern schauen. Kurze Zeit später dringen die mit Gefahrstoffen bekleideten Mitarbeiter in die umliegenden Wohnungen ein. Wenn die Bewohner sich nicht an die Protokolle halten, werden sie herausgezerrt. Sie werden Zeuge davon. Mark und die Gruppe erkennen, dass das medizinische Personal jederzeit in ihre Wohnung eintreffen kann. Daher überlegen sie sich, wie sie die Tür aufbrechen und entkommen können. Nachdem sie einige Zeit über eine mögliche Lösung nachgedacht haben, erinnert sich Mark daran, dass er einige ätzende Chemikalien in seiner Wohnung hat, mit denen man die Dichtungsmasse schmelzen und schließlich die Tür öffnen kann. Die Gruppe macht sich sofort auf die Suche nach den Chemikalien. Sobald sie sie gefunden haben, mischt Mark sie und stellt eine Mischung her. Dann schüttet er sie an der Unterseite der Haupttür und überraschenderweise funktioniert der Plan. Die Versiegelung löst sich sofort und nachdem die Gruppe mit aller Kraft gegen die Tür drückt, öffnet sie sich schließlich. Daraufhin beginnt die Gruppe mit der Ausarbeitung eines Plans, wie sie sich in Sicherheit bringen kann, ohne erwischt zu werden. Eines ist sicher, sie müssen sich vor den Scharfschützen in Acht nehmen, die sich auf dem Gipfel des Gebäudes verstecken. Während sie die Gegenmaßnahmen besprechen, stellt Enid fest, dass Nico verschwunden ist. Daraufhin geben alle den Plan auf und machen sich auf die Suche nach dem Jungen. In der Zwischenzeit ist ein verängstigter Nico durch den Lüftungsschacht nach unten gekrochen. Er erreicht ein anderes Stockwerk und bemerkt ein paar Mitarbeiter in Schutzanzügen, die versuchen, eine Frau zu überreden, mit ihnen zu kommen. Sie spritzen ihr sogar ein Beruhigungsmittel, aber plötzlich beginnt die Frau stark zu husten und wird bewusstlos. Es scheint, als sei die Luft mit etwas Tödlichem verseucht worden. In der Zwischenzeit findet Mark endlich Nico und wirft ein behelfsmäßiges Seil, um ihn aus dem Schlot zu ziehen. Doch bevor der Junge es ergreifen kann, wird er von den Mitarbeitern in Schutzanzügen entdeckt und weggezogen. Sergei fürchtet um das Leben seines Bruders, schnappt sich einen Baseballschläger und rennt die Treppen hinunter, während Mark ihm dicht auf den Fersen ist. Bald darauf nähern sich die beiden den Gefahrgutmännern und ein wütender Sergei schlägt auf einen von ihnen ein. Der Mann stirbt auf der Stelle. Danach schnappt sich Sergei die andere Mitarbeiterin und bringt sie gewaltsam in ihre Wohnung. Sally durchwühlt ihre Habseligkeiten und findet ein paar Rauchgranaten. Diese lässt sie vermuten, dass mit dem, was da vor sich geht, etwas nicht stimmt. Mark versucht, die weibliche Angestellte zu verhören, aber Sergei zerrt sie zum Fenster und stellt sie den anderen Leuten vor, mit der Bemerkung, ich habe eine. Nachdem er das Mädchen gefesselt hat, spricht Mark sanft mit ihr und fragt sie, was los ist. Das Mädchen stellt sich als Hazel vor und teilt der Gruppe mit,
dass sie da sind, um zu helfen. Als Mark dies hört, versucht er, ihr den Schutzanzug auszuziehen, aber sie bekommt Angst und schreckt vor ihm zurück. Das überzeugt Mark davon, dass ihr Haus mit einer Art Virus infiziert ist. Er droht ihr daraufhin, alles zu verraten, und jetzt, wo ihr Leben auf dem Spiel steht, beginnt Hazel endlich zu sprechen. Sie enthüllt, dass das gesamte Gebiet von einem tödlichen Virus heimgesucht wurde, der Menschen innerhalb von Stunden töten kann. Zu den Symptomen gehören heftiger Husten, Atemnot und sogar Blindheit. Obwohl die Wissenschaftler unermüdlich nach einem Heilmittel gesucht haben, wurde noch nichts Endgültiges gefunden. Mark erkundigt sich, warum alle Kommunikationssysteme abgeschaltet wurden, worauf Hazel antwortet, dass die Regierung nicht will, dass die Öffentlichkeit von dem Virus erfährt. Je mehr Menschen in Panik geraten, desto schwieriger wird es sein, das Virus einzudämmen. Sie verrät auch, dass die Menschen im Raum eine 50-50 Chance haben, sich mit dem Virus zu infizieren. Als Sergei das hört, wird er wieder einmal wütend. Schnell greift er zu einem Messer und reißt ihr die Schutzkleidung vom Leib. Das macht Hazel Angst, also greift sie in ihre Tasche und holt eine Spritze heraus. Doch bevor sie sie benutzen kann, reißt Sergei sie ihr aus der Hand und behält sie bei sich. Als alle sie ungläubig ansehen, erklärt Hazel, dass der Impfstoff noch in der Testphase ist und es keine Garantie dafür gibt, dass es funktioniert. Am besten ist es jetzt, im Haus zu bleiben, bis die Behörden die Situation unter Kontrolle haben. In der Nacht, während die ganze Gruppe über die Maßnahmen zum Verlassen des Ortes diskutiert, entreißt Hazel ihre Hand aus dem Reißverschluss und versucht zu fliehen. Doch bevor sie die Tür erreichen kann, drückt Sergei sie zu Boden und beginnt sie zu schlagen. Mark versucht, ihn aufzuhalten, sieht sich aber dem Zorn von Sergei ausgesetzt. Der Aufruhr hört schließlich auf, als Sergei Nico versehentlich ohrfeigt und ihn zum Weinen bringt. Später bemerkt die Gruppe einen wütenden Mob, der auf ihr Gebäude zumarschiert. Es hat den Anschein, als wollen sie Hazel ebenfalls zur Rede stellen, um sich über den derzeitigen Zustand zu informieren. Zu diesem Zeitpunkt wurden alle anderen Mitarbeiter, die Gefahrgut tragen, entweder getötet oder verjagt. Verängstigt rät Hazel der Gruppe, den Mob um jeden Preis fernzuhalten, da er sich mit dem Virus infiziert haben könnte. Das alarmiert die Gruppe und sie versperren den Eingang mit einem schweren Gegenstand. Bald ist es soweit. Der Mob kommt und beginnt gegen die Tür zu hämmern. Sally geht zur Tür und versucht sie zu beruhigen, wird aber von einer Glasscherbe am Hals getroffen. Da die Zeit drängt, wirft Sergei die Rauchbombe auf die wütenden Leute und schleppt Sally in ihre Wohnung. Leider ist es schon zu spät und Sally hat viel Blut verloren. Obwohl Hazel ihr Bestes versucht, um sie zu retten, gelingt es ihr nicht. Alle sind am Boden zerstört, vor allem Aiden, der zusammenbricht und in den anderen Raum geht. In der folgenden Szene, nachdem die Gruppe Sallys Leiche in ein Tuch eingewickelt hat, suchen sie nach Aiden, können ihn aber nirgends finden. Es stellt sich heraus, dass er bereits aus der Wohnung geflohen ist, wobei er Hazels Schutzanzug trug. Als er draußen ankommt, halten ihn die anderen Bewohner für medizinisches Personal und umzingeln ihn sofort. Sie bedrängen ihn wegen Impfstoffen und beginnen ihn zu verprügeln. In diesem Moment gibt der Scharfschütze einen Warnschuss ab, was alle außer Aiden dazu veranlasst, von diesem Ort wegzulaufen. Obwohl Aiden einen Schutzanzug trägt, wird er leider als infizierter Patient identifiziert und erschossen. An anderer Stelle geht Sergei hinaus, um den Eingang zu kontrollieren und bemerkt, dass eine Gruppe von Bewohnern auf sie zustürmt. Er fordert seine verbliebene Gruppe auf, den Raum so schnell wie möglich zu verlassen. Wie auch immer, Mark will Hazel nicht allein lassen und versucht sie loszubinden. Aber bevor er dies tun kann, schlägt ihn ein wütender Sergei mit einem Baseballschläger nieder. Dadurch gerät Hazel in eine prekäre Situation, die sich nirgendwo verstecken kann. Nach einiger Zeit kommt Mark wieder zu sich und macht sich eilig auf die Suche nach Nico und den anderen. Als er durch das Fenster späht, bemerkt er, dass zwei Gefahrgutträger sich darauf vorbereiten, giftiges Gas im Gebäude freizusetzen. Bald darauf findet er seine Gruppe und greift Sergei sofort an, weil er ihn zuvor niedergeschlagen hat. Er ist kurz davor, ihn zu erwürgen, aber Enid greift ein und beruhigt ihn. In diesem Moment wird das giftige Gas überall freigesetzt, was die Gruppe veranlasst, auf das Dach zu eilen. Auf dem Weg dorthin bemerkt Mark den toten Körper von Hazel und ist traurig. Währenddessen bittet ein überlebender Bewohner des Hauses Sergei um Hilfe, wird aber von dem jähzornigen Bengel brutal zusammengeschlagen. Er schlägt weiter auf den Mann ein, bis die anderen Bewohner ihn ausschwärmen lassen und ihn gefangen halten. Sergei sieht Mark an und schreit um Hilfe, aber dieser kann nichts weiter tun, als die Tür zu schließen und den Weg zum Dach fortzusetzen. Nach einigem Ringen führt Mark schließlich Enid und Nico auf das Dach. Da es das erste Mal seit Tagen ist, dass sie frische Luft atmen, beschließen sie dort zu schlafen. Am nächsten Morgen wacht Mark auf und macht sich bereit, aus dem Gebäude zu fliehen. Als er jedoch versucht, die alte Enid zu wecken, rührt sie sich nicht. Es stellt sich heraus, dass sie im Schlaf verstorben ist. Jetzt hat er nur noch den kleinen Nico an seiner Seite. Mark will ihn um jeden Preis beschützen. Er sagt dem Jungen, er solle die Augen so lange schließen und tut so, als würde er ein Spiel spielen. Dann trägt er Nico auf seinem Rücken und bringt ihn die Treppe hinunter. Auf dem Weg dorthin stößt Mark auf eine Menge Leichen und ist verzweifelt, aber er macht weiter. Seine Entschlossenheit zahlt
sie schließlich aus. Denn das Duo entkommt erfolgreich aus dem Gebäude. Mark sieht sich nach Hilfe um, aber es ist niemand da. Selbst die Kontaminationslager sind verlassen. Plötzlich hört er eine Durchsage, die die Leute auffordert, in den Häusern zu bleiben. Wenn jemand anderes als medizinisches Personal gesehen wird, wird er verhaftet. Mark zieht daraufhin einen Schutzanzug an und verlässt mit Nico das Gebiet. Leider werden sie schon nach wenigen Minuten von einem Mann aus dem gegenüberliegenden Gebäude angesprochen, der Mark mit einem der medizinischen Mitarbeiter verwechselt. Er erwähnt, dass seine Frau an dem Virus gestorben ist und dass die Behörden ihm seine Tochter weggenommen haben. Dann schnappt er sich Nico und zeigt mit einer scharfen Glasscherbe auf ihn. Mark versucht den Mann klarzumachen, dass auch er ein Zivilist ist, aber seine Bemühungen sind vergeblich. In diesem Moment kann Nico dem Mann entkommen, aber Mark hat nicht so viel Glück. Er wird in den Bauch gestochen und tödlich verwundet. Verzweifelt hilft Nico Mark auf und als die beiden langsam weggehen, erkennt der Angreifer seinen Fehler. Nach einer Weile erreichen sie einen nahegelegenen Park und Mark setzt sich auf eine Schaukel. Dann gibt er Nico sein Handy und weist ihn an, einen Anruf zu tätigen, sobald es Netzempfang gibt. Der kleine Nico, der nicht weiß, dass sein einziger Freund im Sterben liegt, versucht ihn zu wecken, aber Mark gibt vor, dass er müde ist. Er sagt Nico, dass er gleich zu ihm stoßen wird, nachdem er ein Nickerchen gemacht hat. Der kleine Junge glaubt ihm und setzt seinen Weg fort, während Mark schließlich seinen Verletzungen erliegt. In der letzten Szene wird Nico von ein paar Mitarbeitern in Schutzanzügen gefangen genommen, die ihm ein Beruhigungsmittel injizieren. Als er die Augen öffnet, findet er sich mit anderen Kindern in seinem Alter wieder. Die Mitarbeiter, die Gefahr gut tragen, kommen auf ihn zu und versichern ihm, dass alles in Ordnung sein wird. Der Film endet, als Nico sein Handy bedient und darüber nachdenkt, ob er einen Anruf tätigen soll oder nicht. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Abonniere doch gerne diesen Kanal, um keine täglichen Videos mehr zu verpassen. Hier erwarten euch wirklich jeden Tag spannende Filme, also seid doch gerne am Start. Ansonsten wünsche ich euch noch einen verdammt guten Tag.